Hier ist wieder euer Weehawk LP. Wow. Ja, wir sind wieder in unserer Stadt. In Straf-City. Genau, die angeblich wächst und gedeiht. Was sie nicht tut, weil die Einwohnerzahl schwindet und ich weiß nicht warum. Dann kümmere dich mal darum, dass sie steigt. Meine, was soll ich noch machen, damit sie... Ich meine, sie hat ein Stadion, sie hat einen Flughafen, sie hat einen Hafen. Gut, noch eine Feuerwehr mehr könnte sie vielleicht gebrauchen. Ja, und ich gebe dir deine nächste Aufgabe. Oh mein Gott, deine nächste Aufgabe. Und das ist schon wieder ein Kommentier wie der und der Typ. Oh Gott. Diesmal dürfte es dir leichter fallen. Bist du sicher? Denn über diese Person haben wir nämlich schon mal ganz kurz gesprochen. Es ist ein Namensvetter von dir. Oh mein Gott. Könntest du dir vorstellen, wer es ist? Du meinst jetzt nicht Weehawk LP 16, oder? Nein, ein Namensvetter von einem richtigen Namen. Du meinst Rüdiger Hoffmann? Genau, du hast jetzt 5 Minuten Zeit, um dieses Spiel in seiner Art zu präsentieren, also so zu reden wie er. Ab jetzt! Okay. Ja, hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten. Aber wir spielen jetzt SimCity. Das kann man machen. Muss man aber nicht. Ja, ich sag mal, diese Aufgabe ist relativ einfach, weil 5 Minuten, da kann man jetzt nicht so viel sagen. Als Rüdiger Hoffmann. Ich meine, man kann über verschiedene Dinge reden. Muss man aber nicht. Ich meine, könnten hier zum Beispiel mal hingehen und einfach nur mal hier eine Polizei hinbauen. Ja. Was ist eine Schiene? Eine Einsage. Was ist eine Schiene? Ich würde mal sagen, schade, dass da eine Schiene ist. Machen wir jetzt einfach mal eine Polizei hin. Ich meine, Polizei. Unser Freund und Helfer, sagt man ja ab und zu, so im Volksmund. Das kann man sagen, muss man aber nicht. Wir haben auch wieder 16.000 Einwohner. Das ist verdammt viel. Ich meine, wenn ich da an Paderborn denke, das sind nur knapp 10-mal so viele. Aber das wird ja sowieso völlig überbewertet. Ich meine, auch Straßen, die an Wohngebieten vorbeiführen und nicht rein, das gibt's in Paderborn ja auch nicht. Das ist eigentlich sehr schade, wenn ich so drüber nachdenke. Ja, ich würde mal sagen, wir planieren hier noch so ein bisschen rum für ein paar Wohngebiete. Man kann dort wohnen, dann muss man aber nicht. Ich meine, das kann jeder für sich selbst entscheiden. Muss er aber auch nicht. Ja, und jetzt baue ich hier einfach nochmal so ein paar Wohngebiete hin. Ich meine, die Stadt kann gedeihen und wachsen, muss sie aber nicht. Und ich habe das Gefühl, dass ich mich immer und immer wieder wiederhole. Und das ist manchmal schön, dann gibt es aber wieder Tage, da ist das nicht schön. Und deswegen jetzt einfach noch mal eine Straße hier hin. Ja. Und noch hier eine Straße. Das hat man so auch noch nicht gesehen, dass man hier Straßen baut, die nirgendwo hinführen. Ich meine, wird sowieso völlig überbewertet.
möchte an dieser Stelle auch mal meinen Namensvetter grüßen. Den Weehawk. Er macht Let's Plays, die kann man sich ansehen. Muss man aber nicht. Der Gag, der wird jetzt auch langsam alt. Aber gut. Ich meine, in 5 Minuten kann man ja auch jetzt nicht so viel erzählen. Ich meine, was mache ich hier überhaupt? In so einem Video? In dieser Stadt? Tja, Leute, da muss ich nochmal drüber nachdenken. In 5 Minuten, die können in der Tat sehr lange sein. Und wenn diese 5 Minuten nicht bald rum sind, dann drehe ich wahrscheinlich durch. Ansonsten, Keanu, du kannst die Aufgabe jetzt beenden. Musst Nein. du aber nicht. Es sind noch 20 Sekunden. Ja, 20 Sekunden. Da sage ich nochmal Hallo erstmal. Ich weiß gar nicht, ob sie es wussten, aber die Aufgabe, die nähert sich jetzt schon langsam ihrem Ende. Und deswegen sage ich einfach mal, bis zum nächsten Mal. Okay, euer Rüdiger sein. Hoffmann. Oh mein Gott. Ich bin teilweise fast eingenickt. Ich hatte die Augen schon zu und war am Gähnen. Es hatte eigentlich noch viel mehr von einem Entspannungspart als die Birdman-Parts, ehrlich gesagt. Hättest du die Birdman-Parts in der Art kommentiert, ich wäre tatsächlich eingepennt. Ja, oh, das wär's doch gewesen. Und ich hab grad wieder einen Faker gefunden. Echt, wen denn? Anigator 1224. Hat sich bei Alis neuestem Video Let's Battle as Four League Part 1 gemeldet und das, was er in einem Kommentar schreibt, finde ich irgendwie ziemlich genial. Okay, was schreibt er denn Schönes? Ali, kannst du mir bitte helfen und deinen Leuten sagen, dass sie aufhören sollen, mich andauernd zuzuspammen? Ich habe keinen Bock mehr, ich habe sogar wegen denen aufgehört zu Let's Playen. Ich weiß, dass der Name beschissen ist, weil er geklaut wurde und es tut mir auch mit M leid. Es tut ihm M leid. Es tut ihm M leid, das ist schade. Ich halte das nicht mehr aus, ich habe keinen Bock mehr, bitte hilf mir, Ali, bitte. Ja, das passiert den Leuten. Die Faken, die werden zugespammt und zugehatet. Also, das ist ein sehr gutes Beispiel, um euch zu sagen, überlegt euch genau, wie ihr euren Namen nennt. Genau, überlegt euch, wie ihr euren Namen nennt. Habe ich das echt gesagt? Ja, überlegt euch, wie ihr euren Namen nennt. Oh nein, das ist arschig. So, okay. Ich liebe dich doch, Mann. Bist du schwul? Nein. Eigentlich nicht. Oh mein Gott, Peter. Ach, Mann. Wir haben Spaß, oder? Mhm. Das ist sehr gut. Das ist die beste Voraussetzung für ein gutes Let's Play, wenn man Spaß an der Sache hat. Und das ist ja momentan das letzte Projekt erstmal. Diddy Kong Country ist ja pausiert, da haben wir beide überhaupt keinen Bock im Moment drauf, ne? Weil das Spiel einfach scheiße schwer ist. Ja, da setzen wir uns dann natürlich auch irgendwann mal wieder dran, wenn wir sagen, yo, das machen wir mal wieder. Aber ansonsten erstmal, nee. Deshalb ist das auch erstmal das letzte Projekt, also dann keine Keanu und Weehawk Power mehr. Oh, yay! Yay. Nein, Quatsch. Und weil du das vorhin angesprochen hast mit den Leuten, die sich nicht wundern sollen, wenn sie faken, dass sie dann gehatet werden. Ja, Leute. So ergeht es auch den Leuten, die erst rein. Die werden jetzt nämlich auch immer regelmäßig gehatet. Mhm. Das ist irgendwo auch die gerechte Strafe dafür. Ja. Auf der anderen Seite nervt es mich. Ich konnte letztens von dem Dragon Ball Part ungelogen die ersten 10 Kommentare löschen. Da wurde geschrieben erster, dann was hat denn das jetzt gebracht? Und dann wurde darüber noch so schön diskutiert und alles. Das habe ich alles schön weglöschen können.
Ja, ich hatte das Vergnügen bisher noch nicht, da bin ich auch stolz drauf. Sehr schön. Also ich freue mich immer, wenn da steht, neue Kommentare, dann lese ich mir den meistens auch direkt durch. Wieso machst du das mit dem Steuersatz? Ich will die Leute mal anlocken in meine Stadt. Wir haben eh unendlich Kohle, von daher. Ich denke, wenn die Steuern niedrig sind, dann kommen auch mehr Leute. Das ist meine Philosophie. Mhm. Wir sind immer noch erst bei 17.000. Ja, mal gucken, was wir dann jetzt schaffen, wie hoch wir das jetzt noch kriegen. Ich will zumindest mal 100.000. Ja, wenn 100.000 Abonnenten. Ja. Unbedingt. Naja, Alter. Da kacke ich und furze ich drauf. So, okay. Dann, wie gesagt, faken. Naja, das Haus sieht beschissen aus. Gar nicht. Ja. Das seid ihr dann selber stolz. Überlegt euch einen guten Namen, wenn ihr Let's Playen wollt, den einzigartigen und nicht wie zum Beispiel Viorg LP16, Alligator 1224, Silmero 100. Nee, das taugt nichts. Da kriegt ihr kein Bein. Ja. Wie ging das Sprichwort? Kein Bein? Nee, kein Fuß. Kein Fuß auf dem Boden? Genau so ging das Sprichwort. Mann, was hatte ich denn jetzt für eine Blockade? Weiß auch nicht. Ich weiß aber nicht, wo du deine Füße sonst hin tust. Ich hänge die in die Luft. Das ist praktisch. Zumal. Ich mag oder es, dass du das tust. Oder ich laufe auf meinen Händen. Wow, das ist gut. So wie hier Dings Lanky Kong. Ach ja, der hat ja so komische Stummelbeine. Ist ja ein orangener Utan. Ein orangener Utan. Nun, auf jeden Fall, dieser Alligator 1224, der hat auch 20 Abonnenten, was mich ja wundert. Finde ich gut. Das soll jetzt auch keine Hasstirade gegen ihn sein, mein Gott, nicht. Ihr solltet nicht zu denen gehen und einfach schreien, Faker, Faker, Faker. Nein, das sollte eigentlich nur eine Diskussion sein. Ihr sollt eigentlich hingehen und ihn abonnieren, das will er damit sagen. Genau. Abonniert ihn. Nein, das auch nicht. Sondern? Ihr sollt ihn töten. Nein. Ich hab den Faden verloren. Dann heb ihn wieder auf. Schnell! Das Problem ist, ich weiß nicht, wo er liegt. Oh, verdammt. Ich könnte ja mal einen Ventilator anmachen und den in mein Mikrofon pusten lassen. Ventilator 1024, das wäre doch ein toller Name. Ich mache mir mal einen YouTube-Account. Ja. Ich habe einmal daran gedacht, so eine Art... Nee, das will ich jetzt nicht. Nein, das hat nichts mit U-Porn zu tun, keine Sorge. Ach so, okay. Sekeanu 69 oder so dann? Nein. Nee. Okay. Mit den berühmten Let's Lays. Oh mein Gott. Wir labern nur Scheiße, oder? Ist dieses Let's Play nicht dafür da, Scheiße zu labern? Eigentlich ja. Es ist gut so. Ich meine... Wie gesagt, ich habe überhaupt keinen Anspruch, dieses Let's Play hier sonst wie gut zu machen. Irgendwie ist es einfach eine Bestrafung und ich stelle mich hier mehr, aber auch nicht. Weil ihr seht es schon, ich bin völlig planlos hier und es ist auch gut so, dass ich planlos bin. Sonst wäre das alles hier, wenn das zu glatt laufen würde, wäre es auch nicht so witzig. Nee. Halo hat ihn vorher nochmal angerufen. Ja, stimmt. Halo hat wieder ein... hier angerufen, wie beim einen Part. Oh Gott, das war so schlimm. Halo erwähnen, jetzt ist er glücklich. Halo Freak, stolz auf Kommentare. Ach ja, Mr. Müll erwähnen. Hä? Mr. Müll und Chainsaw Man 16 erwähnen. Chainsaw Man, stolz auf gucken. Projekt voll gut finden. Mhm. Das habe ich auch in Part 2 oder Part 3 gesagt, wo man das eigentlich recht witzig findet. Oder recht gut findet. Ja, er ist ziemlich begeistert von diesem Projekt. Er schaut sich... Es ist so eins... Ich weiß nicht, ob es ein Geheimnis ist, aber es ist, sag ich mal, ein offenes Geheimnis. Er schaut sich wirklich eigentlich lieber die Let's Plays von Leuten an, die ein bisschen ruhiger sind. Also die nicht so... Was habe ich jetzt schon wieder gemacht?
Scheiße, wie immer. Ja, die nicht so viel abspacken, so wie er das teilweise macht in seinen Let's Plays, sondern er schaut sich wirklich die etwas ruhigeren Leute an, wirklich wie Dude Lebo, die aber trotzdem nicht einfach nur ruhig sind, sondern halt wirklich so ihre eigene Art haben und das Ganze gut rüberbringen. Halt wirklich, wie gesagt, wie Dude Lebo halt zum Beispiel. Ja, wie wir beide. Ja, wie wir beide. Du hältst dich für einen guten Let's Player, okay. Nein, um Gottes Willen, natürlich ist er ein guter Let's Player. Wieso hast du da jetzt wieder ein Viereck gebaut? Ich weiß nicht. Es sieht schön aus. Es ist Stromkasten City. Das sieht einfach nur scheiße aus. Ach, das sieht überhaupt nicht scheiße aus. Du siehst scheiße. Da kommt deine Doppel-A-Batterie wieder. Was? Die Doppel-A-Batterie. Ah. Dazu. Er sieht aus wie eine Doppel-A-Batterie. Ich verstehe. Ach, Mann. Du bist so ein Depp. Ey, Mann, ich bin scheiße, ich muss das Fahrzeug wieso beenden, nö. Das Fahrzeug? Das Part beenden. Den eigentlich Part. Eigentlich rede nur ich hier so, ich muss das Part jetzt hier beenden. Ja, gut, ihr habt's ja eh nicht so im Ruhrgebiet dann mit diesen korrekten Benennungen. Nee. Weißt du, da war schon wieder. Ich spreche das Ruhrgebietdeutsch mit Wese und Hasemer und Masemer. Hm? Ist das schon mal aufgefallen in meinen Let's Plays, dass ich das so mache? Bei bestimmten Wörtern, du sprichst eigentlich schon die meiste Zeit Hochdeutsch, aber es fällt an bestimmten Wörtern fällt's auf jeden Fall, das ja. Tja, Ruhrpott. Macht dich aber nur sympathischer, finde ich. Ruhrpottdeutsch eben. Du kannst froh sein, dass mein Sächsisch nicht rauskommt, dann verstehst du mich gar nicht. Dein Sächsisch? Oh, na super! Na gut. Nee, wollen nicht. Ich würde mal sagen, wir beenden den Part an dieser Stelle. Nicht Sächsisch, ich mein Schwäbisch. Ach so. Schwäbisch meine ich Stuttgart. Mein Vater kommt aus Stuttgart. Und deshalb bin ich Halbschwabe. Ich hab das ein bisschen drauf. Der siehst halt so. Na ja, gut. Okay. Das war Fränkisch. Leck mich! Beende den Part!